Ich möchte heute gerne mal etwas ausprobieren. Es geht um Keime und deren Verbreitung. Jetzt denkt ihr, was macht der jetzt hier? Apothekenrundschau? Nein, aber ich bin bekannt dafür, dass ich alles desinfiziere und einsprühe, weil ich fest davon überzeugt bin, dass sich Keime in Windeseile überall hin ausbreiten und man ihnen nicht entkommt. Jetzt sieht man Keime nicht. Das heißt, man kann auch nicht zeigen und nachweisen, wie schnell die sich ausbreiten. Deswegen bedienen wir uns dieser fluoreszierenden, unsichtbaren Farbe, die allerdings unter Schwarzlicht sichtbar wird. Die schmiere ich auf die Türklinke jetzt gleich dort, an dieser Tür. Diese Tür führt zu den Studios, diese Tür führt auch zur Raucherecke. Eigentlich muss hier auch jeder, der ankommt und zum Arbeitsplatz will, einmal hier durch. Ich schmiere die einfach mal ein und dann schauen wir mal, wie schnell sich das bei uns ausbreitet. Ich denke mal, ein richtig großer Batzen obendrauf. So. Vielleicht noch unten an der Seite. Ich denke, jetzt ist es gut. Und die Kollegen werden diese Türklinke ganz ohne Bedenken in die Hand nehmen und die Farbe überall hin ausbreiten. Und ich bin sehr gespannt, wie schnell das geht und vor allem, wo die überall landen. Mittlerweile sind 3 Stunden vergangen, seit ich die fluoreszierende, unsichtbare Farbe an diese Türklinke dran geschmiert habe, um zu schauen, wie schnell sich denn Keime, sprich diese Farbe, jetzt am Arbeitsplatz ausbreitet. Wir können nochmal drauf schauen, was davon noch übrig ist. Haben schon viele Menschen dran gefasst. Ja, das sieht man, da ist schon ziemlich dran gegriffen worden. Und von den vielen, vielen Mitarbeitern wahrscheinlich innerhalb dieser 3 Stunden überall hin transportiert worden. Wir wollten rauskriegen, wie schnell sich Keime ausbreiten, mit Hilfe von fluoreszierender Farbe, die unter Schwarzlicht zu sehen ist. Und wir haben festgestellt, vor 3 Stunden habe ich eine Türklinke im Büro vollgeschmiert mit Farbe. Und innerhalb dieser 3 Stunden hat sich, wie wir gesehen haben, die Farbe doch überall ausgebreitet. Mir selbst kann sowas eher selten passieren. Ich bin bekannt als Desinfektionsjunkie. Was mir allerdings gerade auffällt, während ich das hier großspurig sage, dass ich selbst doch noch ziemlich voll geschmiert bin. Von daher glaube ich, so richtig umgehen kann man das Ganze nicht. Aber das zeigt natürlich auch, wie fleißig wir sind. Wir sind hier überall im Büro. Wir haben zu tun, wir gehen durch Türen, wir fassen alles an. Wir müssen halt arbeiten. Da hat man auch nicht immer Zeit, sich so gründlich alles zu waschen.